Als nächsten Gastredner darf ich Ihnen euch vorstellen, aus Cottbus extra angereist, Ingo, ein lieber Freund, schon über viele Jahre hinweg. Eine unserer ersten Aktionen war 2017, als wir eine Solidaritätsmahnwache für Haitim, ein jemenitischer Student, dessen Verwandte, Kinder durch ein saudisches Bombardement umgekommen sind. Und Ingo ist von der Friedenskoordination Cottbus bzw. Whistleblower-Aktionsgruppe CO Attack Cottbus. Und er wird jetzt für den Jemen nicht zum ersten Mal Gesicht zeigen und sich solidarisieren. Vielen lieben herzlichen Dank, dass du da bist, lieber Ingo. Ja, vielen Dank. Und zunächst erstmal herzliche Grüße aus Cottbus von den Friedensfreunden aus Cottbus und den in der Whistleblower-Aktionsgruppe Aktiven. Und speziell auch von Haitim, einem Absolventen der Universität, an der ich tätig bin. In dem Studiengang, in dem ich arbeite, sind sehr viele Studierende aus dem Jemen. Und sie sind aus verschiedenen Familien. Aus Familien, die verfeindet sind, die in diesem Bürgerkrieg, der eskaliert ist, durch die Wirkung von außen vor allem auch. Aber bei mir im Studium an der Universität, da arbeiten sie wieder zusammen. Und das möchte ich in besonderer Weise sagen, dazu muss es auch kommen, speziell an die jemenitischen Gruppen hier in Deutschland, die jetzt hier sind auf dem Platz und die Gruppen, die nicht hier sind auf dem Platz. Es muss dazu kommen, und das ist sehr schwer gewiss, es muss kommen zu einem Verzeihen, zu einer Versöhnung. So etwas ist möglich, ich kann es sagen, weil ich habe überhaupt gar kein Problem mit Leuten aus Frankreich. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ein Problem zu haben mit Leuten aus Frankreich. Mein Großvater hatte da ein Problem. Ich habe ihn nicht erlebt, er war schon verstorben, als ich geboren wurde. Aber es war so, im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, auch in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, gab es ein Problem zwischen Deutschen und Franzosen. Und ich zeige meinen Studierenden immer ein Foto von zwei Repräsentanten dieser Länder, von Helmut Kohl und Mitterrand, wie sie sich die Hand geben bei den Gräbern, bei den Kriegsgräbern. Und von daher, in der Tat, dieser Konflikt, der natürlich auch ein Konflikt war von den Machthabern und auch von der Kriegsindustrie, die einfach auch Waffentechnik erproben wollte und Leute, die versunken waren im vernichtenden Nationalismus, ja, die es eben geschafft haben, einen Arbeiter wie meinem Großvater so zu manipulieren, dass er auf einen anderen Arbeiter aus Frankreich eben geschossen hat, dass er zum Mörder wurde. Das muss man leider so sagen. Und es ist hoffnungsgebend, dass eben die Studierenden aus dem Jemen an der Universität in Cottbus, auch wenn sie eigentlich möglicherweise in ihren Familien gegeneinander stehen, doch dort zusammenarbeiten. Und sie studieren Medizintechnik und der Jemen wird Medizintechnik brauchen. Er wird Heilung brauchen. Und ich bitte mal inständig alle Absolventen, die ja zu Ingenieurinnen und Ingenieuren werden, ihre Ingenieurskenntnisse niemals dazu verwenden, um Waffentechnik zu konstruieren. Und ich weiß allerdings auch darum, dass leider dieses mein Land und diese Regierung, die nicht die meinige ist, es bewirkt, dass sehr wohl bei den Bomben und der Waffentechnik, die über dem Jemen eingesetzt wird, auch Waffentechnik aus dem deutschen Maschinenbau dabei ist. Aber in der Hauptsache ist es so, dass wir einen Aggressor haben in der Welt und seine Repräsentanz ist gleich hier drüben. Und wenn ihr mal schaut, die Fahne dieses Landes, der USA, ist auf Halbmast. Es gab nämlich eine Schießerei in einem Supermarkt in US-Amerika.
Und ich empfehle US-Amerika, so wie sie zurzeit konditioniert sind, sollten ihre Fahne nie mehr hochziehen. Solange es noch Schießereien weltweit gibt und nicht nur in diesem Supermarkt in US-Amerika. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass sich diese Äußerung in keinster Weise gegen Bürger der Vereinigten Staaten richtet, sondern an den US-Imperialismus. Und es war sehr schön, dass ich heute hier auch eine Whistleblowerin kennenlernte, die Rosemarie Mauer, die von sprach, und die in ihrer Tätigkeit in einem Rüstungsbetrieb zur Whistleblowerin wurde. Ich habe ähnliche Erfahrungen zu machen gehabt, in einem kleineren Rahmen und nicht in einer Sache, die jetzt die Rüstungsindustrie betraf und die Sache von Krieg und Frieden, aber insoweit auch ein gewisser Unfrieden, nämlich in der Behandlung, in der falschen Behandlung von Menschen mit Behinderung, von Studenten mit Behinderung. Und selbst bei uns hier, wo bestimmte Dinge eigentlich schon zivilgesellschaftlich geklärt scheinen, kommt es hier und da trotzdem immer zu derartigen Missständen, zu derartigen Unfrieden. Und deswegen müssen Whistleblower und Leute wie Julian Assange, die Plattformen bereitstellen, als Journalisten, als Verleger, unterstützt werden und dürfen in keinster Weise Repressalien ausgesetzt werden. Und erst wenn derartige Dinge klarkommen, Missstände klarkommen, wenn auch die Verhältnisse, wie Krieg geführt wird, der Bevölkerung deutlich wird, erst dann hat die Bevölkerung eine Chance, es zu erkennen und sich wirklich auch gegen Krieg zu engagieren. Weil wir hier wissen, meine Generation weiß nicht wirklich, was Krieg bedeutet. Man kann es aber erfahren, wenn man zum Beispiel das Collateral Murder Video im Internet veröffentlicht von WikiLeaks betrachtet. Und auch meine deutschen Studenten können es kennenlernen, indem sie mit ihren Kommilitonen aus dem Jemen sprechen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Free Assange und Frieden für den Jemen. Danke. Lieber Ingo, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Worte, für deine Grüße und für deine Wünsche für den Jemen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass neben den zahlreichen Jemeniten hier, die in Deutschland leben, eben auch ganz, ganz viele engagierte Menschen, Friedensaktivisten, Menschenrechtsaktivisten in Deutschland hier heute auf dem Pariser Platz ihre Reden halten, gemeinsam und miteinander mit dem Jemen. Und im März